Wenn Sie jetzt in sein Kondolenzbuch schreiben könnten, was würden Sie denn reinschreiben? Was würde ich reinschreiben? Danke, dass du für den Sport so viel gemacht hast. Sehr viel für Österreich getan hat. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kenne den Mann leider erst seit gestern. Er hat schon gewissen Mut bewiesen, Neues auszuprobieren, ja, und eben auch dieses Konzept, ja, also ich meine, dieses Konzept der Energy Drinks, das gab es ja in Asien, soweit ich weiß, und das Konzept hat er erfolgreich nach Europa gebracht und dann in die ganze Welt getragen. Also dafür muss man schon den Hut ziehen. Also das könnte vielleicht was fürs Kondolenzbuch sein, ja, dass man da den Hut schon ziehen muss, was er da erreicht hat, ja. Kapitalismus, go! Okay. Ich kenne diesen Mann nicht persönlich. Ich habe diesen Namen nie gehört, insofern halte ich mich da raus. Da müsst ihr euch wirklich an andere wenden, ja? Ja, ich meine, er ist ein Visionär und daran kann man sich auf jeden Fall ein Vorbild nehmen. Und sowas, weiß nicht was er in seinem Lebenswerk so... Tut mir sehr leid, mein Beileid. I don't know. Ja, schade. Ich bin aus dem Ausseerland, hat da einige Sachen gebaut, auch wirklich, und so wie es früher war. Das muss man ihm zugute halten. Nicht? Und das heißt, könnte man kritisch sein bei ihm ein bisschen, mit seinen ganzen Extremsportarten. Big respect. Big respect, okay. Dass er seine Erbschaft gut weitergibt und dass das hoffentlich auch der Nächste weitermacht, weil was der Dieter Mateschitz gemacht hat, ist wirklich arg eigentlich, weil er hat in Afrika auch Fußballverbände unterstützt, geschaut, dass die als Afrikaner, junge talentierte Afrikaner raufkommen, in Europa spielen können, immer noch Scouts Ausschau gehalten, dass die auf der ganzen Welt nach Talenten suchen und Österreich natürlich gefördert haben. Ich weiß nicht, wie sehr er Österreich gefördert hat, aber er hat Österreich den Formel 1 gegeben, er hat es vorher nicht gegeben. Guter Job. Guter Job in deinem Leben. Das ist das, was ich sagen würde. Ja.